Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Ich habe mir eine neue Strecke geholt und zwar die Rio Grande Southern Strecke, die für TS Classic rausgekommen ist. Und ich dachte, da fahren wir heute mal eine kleine Runde und schauen mal, wie die Strecke so ist und was es so über die zu sagen gibt. Ja, das ganze Add-on kostet ungefähr 40 Franken, also ist nicht ganz billig. Aber für alle, die so ein bisschen historische Strecken haben wollen und vor allem amerikanische Schmalspur, historisch, glaube ich, könnte das was sein. Vor allem, wenn ihr Railroads Online mögt, dann ist es genau das perfekte Setting. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal unsere 455 bereit. Und wir sollen hier auf Gleis 13 diese Boxcars hier anhängen. Und dann geht's weiter. Ich würde sagen, das machen wir. Ist unsere Lok von innen. Es ist leider ein bisschen dunkel. Ich habe das Szenario schon modifiziert, dass es Mittag ist. Aber wirklich viel heller wird es nicht. Zylinderhähne machen wir mal auf. Und geben wir mal einen kleinen Pfiff. Und los geht's. Sehr schön. Oh, ich habe ganz vergessen, die Lichter anzumachen. So, wir müssen über die Weiche da hinten dann einmal zurücksetzen. Sound ist so ein bisschen mediocre von der Dampflocke. Aber kann man mitleben. Die Wagen finde ich auch sehr schön gemacht. Und das Schöne ist, sie sind gebremst. So wie ich das sehen kann. So. Wieder anhalten. Wobei, das mit dem Bremsen, noch mal ganz kurz nachschauen. Doch, doch, die haben da Bremsen. Ja. Okay. So. Boah, das klingt so geil, wenn ihr da die Aggregate anlässt. So, einmal da rüber. Und einmal pfeifen. Und rückwärts, bitte. Ach so, ich muss erst mal die Bremse mal wieder lösen. Aber der kleine Ort hier, der ist ganz nett gestaltet. Muss ich schon sagen. Und wenn wir dann losfahren, dann werde ich euch mal ein bisschen was von dem Text vorlesen, der die Strecke hier so ein bisschen beschreibt. Na ja, komm, jetzt müsst ihr aber langsam gehen. Nicht wundern, da hinten die Texturen, also die ganzen Sachen, die laden danach, sobald wir in die Richtung fahren. Ist so ein TS Classic Ding. So, jetzt mal hier lieber nicht so schnell. Bei meiner Testfahrt habe ich genau das versaut. Da bin ich etwas zu schnell da hinten rein. Mehr bremsen. Na? Oh, geil. You will now be adding the caboose on track 15. Once the train is made up, you will be ready to head to Pandora as soon as you get your train order. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder auf Gleis 15, holen unser Caboose hier. Und dann geht's los.
Dann kann ich euch mal schon mal ein bisschen was vorlesen. Auf der legendären Colorado-Schmalspurbahn Rio Grande South war das außergewöhnliche die Norm. Und für Eisenbahn- und Eisenbahnfans gleichermaßen hatte diese bemerkenswerte Underdog-Eisenbahn fast mystische Qualitäten. Die Rio Grande South erinnert an berühmte Namen und Orte der Eisenbahn: Windy Point, Ophir, Lizard Head Pass, Telluride und Pandora. Und an die kleinen Dampflokomotiven der Baldwin-Schmalspurbahn, die sich mit Steigungen von bis zu 4% durch die härtesten Topografien der Rocky Mountains kämpften. Jetzt kommt die außergewöhnliche Rio Grande South in den Train Simulator Classic. Die Rio Grande South Route für den Train Simulator Classic wurde von renommierten Entwickler Milepost Simulations erstellt und führt von Placerville nach Rico, Colorado. Die 40 unvergesslichen Meilen der Hauptstrecke beinhalten auch den Aufstieg zur Lizard Heat Pass in 10.250 Fuß Höhe und den wunderschönen Ophir Loop. Auf der Strecke liegt auch die schwierige 10 Meilen lange Telluride Branch des Rio Grande Southern, der von Vance Junction bis zur abgelegenen Bergbaustadt Pandora, Colorado führt, wo wir dann hinfahren. So, ein bisschen mehr Gas können wir noch geben. Die Rio Grande Southern Placerville Rico and Telluride Strecke für den TS Classic erweckt eine der berühmtesten Dampflokomotiven der amerikanischen Schmalspurbahn zum Leben. Die 1903 gebaute Baldwin K27 Klasse 282 der Denver and Rio Grande Western, die sowohl von der DRGV als auch von der RGS betrieben wurde. Bremsen! Hätte ich früher machen sollen, aber ich war mit Lesen beschäftigt. So, das muss reichen. Weiche ist wieder umgelegt. Wieder lösen. Und wieder langsam retour. Die Rio Grande Southern entstand aus dem Geist und der Energie des in Lettland geborenen Unternehmers Otto Mears, der ein Imperium von Schmalspurbahnen in den Rocky Mountains aufbaute und als Pathfinder of the St. Joans bekannt wurde, um wertvolle Erze, darunter auch Silber aus den St. Joan Mountains in Südwesten Colorados zu fördern. Der US Silver Purchase Act von 1890 schuf eine unersättliche Nachfrage nach Silber und die Rio Grande Southern, die 1891 fertiggestellt wurde, erlebte eine kurze Blütezeit. Doch 1893 wurde das Gesetz aufgehoben und der Silbermarkt brach ein. Für den Rest des Bestehens wurde die RGS der Denver und Rio Grande unterstellt, kämpfte mit einer Mischung aus Erz, Holz und Vieh und anderen Tonnagen um ihr Überleben. Und wurde. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass wir zu schnell werden. Und wurde zu einem bewunderten Außenseiter, der gegen die mächtigen Rockies kämpfte. Bis sie 1952 ihren Betrieb einstellte. Ah, mehr Bremsen. Brems, 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 brems. Okay, können wir wieder lösen. Ja, war ein bisschen zu viel. Okay, da haben wir jetzt unser Train Order. Engine 445 Run Between. Kann ich nicht lesen. Und Pandora and Return to. Also, ja, okay. Also einmal da hinten nach Pandora und wieder Retour. Okay. Apply. Bitte, danke. So, und wir schauen uns mal das Caboose hier mal ganz kurz an. Sieht schön aus. Die gleichen Lampen wie bei Railroads Online. Die Frage ist, haben wir auch eine Innenansicht? Wir haben eine Innenansicht. Eine Lampe wäre es aber hier nicht schlecht. Wir haben auch die Außenansicht. Und eine Rückansicht. Sehr cool. Und halt hier oben. Ja, okay, damit konnte ich leben. Sieht schön aus. So, ab zur Lok. Wobei, die habe ich lieber gern von draußen. Jetzt mal ein bisschen einheizen. Und dann geht's langsam los.
Da hat es jetzt dezent was zu ziehen. So, neben der klassischen von Bellamy gebauten K27, die sowohl in den Farben der Rio Grande Southern als auch in der DNRGV mit und ohne Schneepflug erhältlich ist, enthält die Strecke ein komplettes Set aus authentischen Fahrzeugen, darunter Güterwagen, Gondelwagen, Kesselwagen, Flachwagen, Viehwagen und viele davon in verschiedenen Varianten und Farben, sowie die charakteristischen hölzernen Steuerwagen der Rio Grande Southern in verschiedenen Farben und Varianten und einen DNRG-Schmalspurwagen. Außerdem sind 8 realistische und herausfordernde Güter- und Rangierszenarien enthalten, die dich auf der gesamten Strecke einsetzen. Ja, soweit erstmal zum Beschrieb. So, ich denke, da gehen wir ein bisschen nach unten gehen. Was haben wir denn hier so für Ansichten? Okay, Standardansichten. Können auch so nach draußen sehen. Sehr gut. Und dabei die Landschaft bewundern. Und in der Ferne das Nachladen bewundern. Gehen wir mal ein bisschen mehr Schmackes hier. Da fühlt man sich ein bisschen wie im Wilden Westen hier. Ja, ist ja irgendwo genau genommen. Ach ja, damals war das alles noch einfach. Ich meine, für das, dass die Strecke nicht sehr lang ist, soll sie aber wirklich sehr schön sein. Und teilweise bist du auch trotzdem lang unterwegs, weil du halt vor dich hinkriegst. Und gerade die steilen Bergstrecken werden dann eine Challenge. Ja, ich glaube, auf der Strecke werde ich mal ein bisschen unterwegs sein. Ich bin so Fan von dem Setting. Gerade amerikanische Schmalspur, historisch. Das fahre ich dann doch noch gerne. Ah, und da vorne fängt auch die Steigung schon an. Wir könnten mal ein bisschen ein paar Scenic-Aufnahmen machen. When you get to Pandora, you will first be pushing the loads from Grey Mill into Pandora car storage pool, ready for the return trip. You will be dropping off the amps on your train with the caboose. Und sorry für das Handy im Hintergrund. Ich tue das gerade mal deaktivieren. So. Bisschen mehr Gas. Ja, endlich mal ein bisschen Challenge. Aber so wirklich arbeiten muss immer noch nicht. Was für die Augen beide. Ich meine, solche Landschaften oder so kleine Dörfer und so. In Waywards Online, das wär's hier.
Oh shit. 4%. Oh, holy shit. Da mag ich mal ein bisschen heizen. Boah, diese Steigung ist sehr krass. Was ist das da hinten eigentlich? Okay, die 4%, die waren nur kurz. Warte mal, ich will mir das, glaube ich, hier mal geben. Sehr geil. Warte mal, ich brauche da mal noch einen schönen Screenshot hier. Ah, blödes Gebüsch. Mehr, komm, gib Gas. Ja, das kann man so machen. Komm, du schaffst es. Zieh's hoch. Das hört da hinten einfach auf. Was war denn das? Ist das Wasserrinne oder Schüttgut? Wenn jemand weiß, was das darstellen soll, bitte gerne sagen. Und da hinten ist... Ja, da oben wir hin müssen, so wie es aussieht. Schauen wir doch mal. Koppelt das also zu der Front of Extra. Wo sind wir? Wir sind da. Okay, dann schauen wir mal, dass wir da reinfahren. Muss man eh tun. Okay. Komm, kleine Lok, du schaffst es. Gib mal ein bisschen mehr Dampf mit dem Richtungswender. Sogar da, wo das Gleis teilweise ein bisschen grün ist, das sieht auch cool aus. Gefällt mir. Aber wirklich viel schwerer darf der ganze Konvoi hier, glaube ich, nicht sein für die Lok. Screenshot. Ja, das sieht doch nett aus. Gefällt. Ja, mal sehen, wo das dann oben endet. Vielleicht komme ich schon drauf, für was das gut sein soll. Eigentlich die Fenster aufmachen? Oh ja. Das hier? Ach, das wäre hier zumachen. Okay. Ah, ich möchte es doch lieber so haben. Da wird schön brav gewartet. So muss es.
Wir sind gleich durch, geht dann gleich weiter für euch. Und dann waren wir da. Bei dieser Mühle da. Beziehungsweise, glaube ich, da haben sie das ganze Geröll dann verfeinert und Mineralien rausgeholt, meinte ich. Moment, müssen wir da links? Müssen wir mal bremsen? Okay. Sehr interessant. Und boing. So, lass uns mal ganz kurz schauen, was wir jetzt hier machen müssen. Drop off 3271 von der Grey Mill. Also die müssen wir quasi jetzt rausdrücken, die was wir hinten dran haben, da abkoppeln. Und die da oben bei der Patroller Car Storage Spur. Das ist eher richtig eingestellt. Okay, also das ist jetzt vorne. Ja, dann drücken wir das mal. Also, muss natürlich wieder warten, bis die Bremsen soweit sind. Oh, warte mal. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Moment. Ja, geil! Das heißt, irgendwo da oben... Naja, okay, so weit haben sie es nicht dargestellt. Irgendwo da oben ist dann die Mine und dann kommt ja das ganze Gestein da mit den Teilen da runter. Dann ist das quasi der Steinbrecher, der das einfach komplett fein aufmalt, bis man dann halt zum Gold, Silber oder was auch immer dann kommt. Und dann wird das dann hier eingeladen in die, hätte ich jetzt mal gesagt, wobei die Wagen, warum in eigentlich diese Wagen rein? Würden da solche Wagen nicht mehr Sinn machen? Ich meine, die Kohle da ist vermutlich da zum Beheizen oder für das da oder was auch immer. Aber die Wagen? Ja, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Okay, Pause wieder weg. Ist das cool? Geil. Oh komm, liebe Lok, drück mal rein. Hallo. Husch. Komm jetzt. Moment, welche Wagen? 3271. 128. Moment mal. 3271. Wo ist da? 3271. 34. Das sind erste, zweite, dritte, vierte. Die ersten vier Wagen kommen noch mit. Ach, da ist ja eher beschriftet. 3271. 3474. Drei, vier, vierzig. 3289. 3489. Okay. Bisschen langsamer. Ja, super, dass da die Nummern mit den effektiven Nummern drüber herstimmen. So, stehen bleiben. So, das müsste passen.
Wenn wir hier mal die Handbremsen überall anziehen. So, 3, 2, 7, 1 war der letzte. Und jetzt 3, 7, 19. Das sind die vorne. 1, 2, 3, 4. Mal schauen. Okay, wir ziehen das jetzt alles hier auf dieses Storage-Gleis, wo es keinen Prellbock hat. Spannend. Moment, ich stelle mich mal hier hin. Bremse lösen. Und dann schon mal mit Gas geben. Was zum... Direktieren, Spawn platziert. Was soll denn das? Volle Frechheit. Ein bisschen weiter reinfahren können wir noch. Ja, ich würde sagen, so passt. Oh, schmeißen wir mal die Bremsen rein. Geht's ein bisschen schneller. Und warte mal. Nö. Okay. Sehr gut. You will be now setting out the lumber loads and coal gondola on Pandora's setting before heading to the Y West Tail for turning. This part of the scenario once. This part of the scenario once you stop on the Y Tail. Ja, ja, okay. So, Pandora's Siding. Wo ist das? Das linke Gleis da. Wir sind da. Das heißt, einmal darüber und einmal da rein. Das müsste dann eigentlich passen. Na? Hey, Moment mal, warum kommen die jetzt wieder mit? Das will ich gar nicht. Ihr bleibt bitte schön da. Ich brauche vielleicht ein bisschen Wasser. Oh shit, Moment, 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 Moment. Sorry, Emergency Break. Da stimmt was nicht. Du stimmst nicht. Jetzt passt's. Oh Mann. Es hat wieder 5 Jahre, bis die Bremsen löst sind. Blöd für die Autofahrer. Um Express lüften. Ja, lüften, ja genau. Ja, und so kann man sich eine Drehscheibe sparen, ne? Einfach hier mal so eine Gleise verlegt, das ist billiger. Das ist ein bisschen schade, dass sie da den Spawner so reingemacht haben. Lieber irgendwo weiter hinten gemacht. So.
Stückchen noch. Und Stück. Ich glaube, so ist gut. Und bitte bremsen. Sehr gut. Und Bremsen sind angezogen. Und einmal abkuppeln. Motorarbeit, Tail West. Okay. Weichen machen wir jetzt selber. Einmal geradeaus. Das ist nach rechts. Da passt's, da müssen wir hin. Vorwärts. Release und geht schon mal ein bisschen Gas. Ja, das passt. Mensch, das mit dem Wasser läuft aber langsam hier. Ja, davon wird dann unser Szenario hier auch erstmal enden. Es gibt Szenarien, die gehen dann hier 2-3 Stunden. Mit viel mehreren Skiaufgaben und dann fährt man auch teilweise die ganze Strecke. Und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr dann mehr von der Rio Grande Strecke sehen wollt. Dass wir hier mal ein paar Abenteuer erleben. Und wie allgemeiner Eindruck ist, von dem kleinen Teil, was ich jetzt von der Strecke gesehen habe. Ich meine, der ist über 40 Meilen lang. Und ich glaube, das wäre dann schon challenging, wenn man da entsprechende Güterzüge dann noch fahren. Und ich glaube, ich muss hier mal schneller bremsen. Sonst geht's da raus. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Ich meine, war ein kurzes Abenteuer. Aber ich hätte Bock, da mal wirklich eine große Sache mal hier zu fahren. Mit entsprechenden Sachen, wo man halt irgendwo was ablässt und dann nimmt man wieder was mit. Dann muss man vielleicht drum rangieren und dann, keine Ahnung, muss man da Kopfgleis so reinfahren. Ich meine, das Szenario geht jetzt dann weiter, dass man dann hier die Sachen, was wir jetzt hier so abgestellt haben, wieder mitnimmt und dann fährt man wieder runter, glaube ich, und nimmt dann unten noch Sachen mit, fährt dann in die nächste Stadt. Irgendwie so, glaube ich. Aber ja, lasst es mich wissen, wenn ihr da mehr sehen wollt. Bis denn dann, ich wünsche euch eine gute Fahrt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.